Das Abtauchen in fremde Welten, mich wegträumen und Abenteuer erleben, die ich unter normalen Umständen nicht erleben würde. Dinge wie beim Lesen auch. Allerdings macht mir das Jonglieren mit dem Wort sehr viel Spaß. Ich liebe es, mit ganz einfachen Worten Emotionen zu erzeugen und amüsante Dialoge zu entwerfen. Das macht mir genauso viel Spaß. Um ganz ehrlich zu sein, vor ein paar Jahren habe ich noch gedacht, E-Books kommen hier überhaupt nicht ins Haus. Ich habe hitzige Gespräche mit meinem Mann geführt, der absolut pro E-Books war. Und dann hat er sich ein E-Reader gekauft und ich habe ihn gesehen und auch dank E-Ink gesehen, dass es ganz toll ist, man seine ganze Bibliothek immer mit sich tragen kann, das Gerät sehr leicht ist und man ein Buch runterladen und sofort lesen kann. Und seitdem bin ich Feuer und Flamme und habe selbstverständlich mein eigenes. Ich komme jetzt schon so viele Jahre hierher und immer wieder denke ich, es gibt eigentlich nichts Neues, aber ich lerne jedes Mal wieder neue Menschen kennen und bin danach einfach glücklich, hier gewesen zu sein. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch einmal ein Plädoyer für die Verlage halten. Nicht lang, keine Sorge. Aber ich höre immer von allen Seiten, dass die Verlage ja die Autoren über den Tisch ziehen würden oder gängeln würden, indem sie ihnen sagen, was sie zu schreiben haben. Und das ist absolut nicht wahr. Ich habe jetzt auf dieser Buchmesse wieder erlebt, wie nett und engagiert die Verlagsmitarbeiter sind. Und mir macht die Zusammenarbeit mit ihnen sehr viel Spaß.